Moin, moin aus der Wunderland. So wie ihr das mitbekommen habt, am Wochenende haben wir darüber gesprochen, dass wir in Regenwald eine Fähre bauen. Und das Ganze sollte ohne Car-System funktionieren. Und dafür habe ich einen Test gebaut. Und ich würde gerne euch erzählen, die Gedanken, die ich mit mir gemacht habe, damit das Ganze ohne Car-System funktioniert. Ich habe überlegt, wie soll ich das realisieren? Dann habe ich gesagt, die Fähre sollte von links nach rechts oder rechts nach links gerade fahren. Und für mich war ganz einfach, die Entscheidung zu treffen, dass ich einen Linealantrieb brauche. Und wie ich das realisieren kann, ist, dass ich sage, okay, ich habe hier Magneten da untergesetzt und oben auf die Fähre auch Magneten untergesetzt, damit der Antrieb zieht das Ganze. Das ist meine Zeichnung, die ich gemacht habe, weil ich habe auch überlegt, wie soll ich das Auto auslösen. Weil das Auto ohne Car-System, der muss sich anhalten. Dafür braucht er einen kleinen Magnet. Wenn wir das Auto jetzt anmachen und dann hier siehst du, dass das er, wenn er das zieht, dann hält das Auto an. Und das brauche ich, damit das Auto nicht ins Wasser fällt. Beim Aufbau bin ich auf ein paar Probleme gestoßen. Und zwar, ich habe euch gesagt, dass ich hier ein Hebesystem hatte, die jetzt nicht einsetzen kann, weil die Fähre sollte noch dünner sein. Also das heißt, der Platz, die man hier sieht, habe ich leider nicht. Und da musste ich was anderes überlegen, ob ich von der Seite auslösen soll oder von vorne auslösen soll. Und noch was dazugekommen ist, dass ich treibe das alles mit Magneten. Und auf Wasser ist das nicht so schön, weil man hat so Schleifspuren. Dafür habe ich das benutzt. Das ist einfach eine normale Serviette. Noch eine Sache, die jetzt mir eingefallen ist, ist, dass ich musste mir auch hier noch was überlegen, damit wenn er die Fähre eindockt, nicht, dass ich entgleist oder sowas. Wie ich gesagt habe, mein Fähre sollte eigentlich flacher sein. Das heißt, hier, wo der einkommt, ein Dock, sollte auch flacher sein. Ich werde das Holz nehmen, wieder schneiden auf 15 mm ungefähr. Und Schlitz hier muss ich noch einmal machen für das Magnetband, damit das Auto weiterfährt. Und dann könnt ihr mich begleiten. Ja, das ist eigentlich eine große Geschichte. Ich werde das ein bisschen klein und kompakt machen. Ich bin erstmal in 2018 nach Deutschland gekommen. Und da war ich in Sachsen, habe ich so 9 Monate in Sachsen gelebt. Und ich habe die ganze Zeit erstmal versucht, Deutsch zu lernen, weil wenn du von Ausland kommst, dann hast du doch keine Sprache. Ne? Dann habe ich so eine Person kennengelernt, die hat bei uns gearbeitet und wir haben immer so in einer App ein bisschen so unterhalten, wie man so Deutsch lernen kann und dann sie hat mit mir Spanisch gelernt, weil ich bin in Syrien geworden, aber bin ich in Venezuela aufgewachsen, in Südamerika. Und da war ich die ganze Zeit, ich habe auch in Südamerika in verschiedenen Ländern gearbeitet, weil ich dort mein Studium gemacht habe. Da habe ich Petrochemie gelernt. Ja, und so wuchs mit dem Thema. Wir haben einfach uns unterhalten und dann habe ich gefragt, gibt es ja eine Möglichkeit, da
wo du arbeitest, einen Job zu finden oder sowas. Dann hat sie gefragt und sie meinte, ja, warum nicht? Also wir sind hier international, wir haben Leute von überall und ich könnte Englisch oder ich kann Englisch. Und dann habe ich damit sozusagen angefangen. Ich habe in der Spielküche angefangen. Ja, nach ungefähr ein Jahr oder sowas habe ich ganz normal Vollzeit in der Spielküche, also Bistro, unser Bistro-Bereich und Shop-Bereich gearbeitet. Und dann habe ich mich einfach entschieden, dass ich doch was anderes haben will. Und mit meinem Studium konnte ich gar nicht anfangen, weil die Sprache nicht konnte. Und ich musste sowieso Deutsch lernen. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich irgendwo was anderes machen. Und Freddy hat mich einfach vorgeschlagen, dass ich hier eine Ausbildung machen könnte. Und da habe ich ja gesagt, warum nicht? Dann, ich habe eine Ausbildung als Elektroniker für Gewitterungssystem gemacht. Also meine Ausbildung geht 3,5 Jahre. Ich habe auch 3 Jahre verkürzt. Da habe ich deutlich schneller Deutsch gelernt und auch das Fachliche auch gelernt. Von meinen Kollegen in Wunderland habe ich viele Hilfe bekommen, viele Leute, die mich geholfen haben mit Sprache, Fachliche, auch privaten Sachen. Ich habe meinen Abschluss in 2023 gemacht und direkt bei uns geblieben, weil mir richtig Spaß macht und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ja, meine Lieblingsstelle eigentlich ist Patagonien. Vielleicht ist die Verbindung, dass ich aus Südamerika komme und ich war auch dort in Argentinien. Und ich habe auch ein paar Knöpfedrucke in Patagonien gebaut. Und das, vielleicht ist das die Verbindung für mich, dass ich ja, da was gemacht habe. Und ich würde sagen, ja, Patagonien mit den Gletschern, Drake Passage, sind viele schöne Ecken da, die man genießen kann. Ich habe die Fahrstrecke schon fertig gebaut und jetzt muss mich Gedanken machen, wie soll ich die Fähre bauen. Ich habe hier ein paar Bilder im Internet gesucht und wie hier man sieht, sind so wie 2, 3 Boote. Es kommt darauf an, was für ein Auto darauf steht. Und das sind so Bretter, die darauf gelegen sind, damit das Auto darauf steht. Und hier kann man auch sehen, dass also auch Leute werden transportieren, hat so eine Art von Dach auch. Wie gesagt, jetzt mache ich mir so Gedanken. Ich habe ein paar Bilder gesehen und jetzt würde ich was ein bisschen so zusammenzeichnen. Wie gesagt, sollte Menschen darauf sein, vielleicht ein Dach, Auto, aber es wird modellbaumäßig gemacht. Für mich war es das ungefähr nur das Modell, dass er wichtig ist. Das hier muss ich jetzt zeichnen und 3D drucken und wäre so sozusagen mein erster Step, mein erster Test. Das war das erste Prototyp, so wie man hier sieht. Aber ich habe gemerkt, dass er erstmal sehr klein war. Wenn man so das Auto darauf packt, dann sieht man, dass es das Auto deutlich größer in Maße als der Boot oder die Fähre ist. Denn ein anderes Problem, was ich hatte, ist, dass hier drinnen habe ich so ein ganz einfache Mechanik so eingebaut,
damit ich die, wenn die Fähre reinkommt, dann wird das die Schiene geschoben und fährt das Auto weiter. Aber ich hatte so ein kleines Problem, dass wenn die Magneten da unten sitzen, dann übertragen sozusagen der Kraft hier oben und der bleibt ungefähr so hängen. Also der bewegt sich nicht frei und das könnte für uns in der Zukunft ein bisschen so eine Problematik zu sein oder ein bisschen Probleme machen. Das ist die Nummer zwei. Der zweite Prototyp ist deutlich größer als der erste Prototyp. Das passt vielleicht besser, dann merkt man, dass das Auto nicht so groß ist in Relation von die Fähre. Damit hatte ich auch noch ein Problem. Ich habe nicht nachgedacht, wie ich das justieren soll, damit der nicht so lose bleibt. Weil nur ein Prototyp war, dann habe ich das einfach so gedruckt. Aber dann habe ich gemerkt, dass okay, gibt's so ein paar Fehler, die ich behoben soll. Und auch, dass die Magneten haben immer noch Probleme mit den kleinen Magneten, die hier daneben sein soll. Und als letztes habe ich so einen neuen Prototyp gemacht, der jetzt in Test ist. Und da würde ich so gerne gleich zeigen. Schau mal, Leute, das war mein erster Prototyp aus Holz. Und jetzt? Das ist schön, ne? Das sieht richtig geil aus. Macht seinen Job, fährt, wie man hier sieht. Und hier ist so ein kleines Stück Ufer. Und das hilft mir, dass er richtig eindocken kann, weil das Auto sowieso darauf fallen soll. Ne? Und jetzt würde ich auf jeden Fall ein Auto darauf packen, auf die Strecke, und fragen lassen und dann mal gucken, was passiert. Ich würde sagen, bei der Gaucho-Fest in Patagonien auch. Das wäre lustig. Musik, Leute am Grillen, feiern. Das ist für mich sehr, so realistisch, wie man das erlebt hat in Südamerika. Ja, ich bin glücklich, ich bin sehr zufrieden, das funktioniert. Als nächstes gehe ich zu Lennart, weil er muss das gestalten, schöner machen. In Juli fliege ich nach Südamerika, da freue ich mich auf jeden Fall darauf. Ich werde so die Familie Martinez besuchen und da wollen wir die Fähre auf jeden Fall einbauen, ein paar Teste machen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und adios, amigos.